Also irgendwie finde ich das eine Schweinerei, ne? Mit den Asylanten. Denn, naja, wissen Sie, die Deutschen fürchten sehr um ihren Arbeitsplatz und alles, ne? Und dann haben keine Wohnung, sind unverschuldet in eine Notlage gekommen. Und hier kommen die Asylanten rein und verunreinigen die Wohnung. Die haben ja gar keine Kultur. Ich meine, der Deutsche ist ja bekannt, dass er reinlich ist und so.